CD Nummer 2. Ein Profi am Steuer. Menschen, die den alten Lustig nicht näher kennen, halten ihn für einen Taxifahrer. Er ist prinzipiell schlecht rasiert, seine Augen sind demonstrativ rot und geschwollen, weil er absichtlich zu wenig schläft. Beim Gehen klirren in seiner Tasche zahllose Autoschlüssel und wenn er sitzt, dann nur hinter dem Lenkrad seines schwarzen Taxis. Genau genommen ist Lustig ein Taxifahrer. Diese lapidare Definition jedoch wird den Tatsachen nicht annähernd gerecht. De facto managt Lustig den internationalen Flughafen von Tel Aviv. Das habe ich selbst herausgefunden, als vorige Woche mein Wagen streikte und ich ausgerechnet in sein Taxi stieg, um zum Flughafen zu fahren. Ich sollte einen entfernten Onkel abholen, dessen Ankunft für 7.30 Uhr morgens angekündigt war. »Regen Sie sich nicht auf«, beruhigte mich Lustig, als wir uns dem Flughafen näherten. »Lustig weiß Bescheid. Mit was fliegt er denn, Ihr Onkel?« »Soviel ich weiß, mit der Sabena. Und deswegen habe ich mich so beeilen müssen.« Lustig nahm seinen Fuß vom Gaspedal. »Die Maschine kommt erst um 8.40 Uhr an. An Donnerstagen hat Sabena immer 1 Stunde 10 Minuten Verspätung, Air France 25 Minuten und TWA 1 Stunde 12 Minuten. Pass- und Zollkontrolle werden nicht zu lange dauern, weil zu diesem Zeitpunkt das Zollgewerkschaftskomitee seine allmorgendliche Sitzung abhält. Ihr Onkel wird ein bisschen erschöpft sein nach dem Sturm über Griechenland, aber ansonsten munter und fröhlich, wenn auch verärgert wegen des säuerlichen Rotweins, den ihm die schlampige Stewardess serviert hat.« »Wieso wissen Sie das alles?« »Wieso Lustig das weiß?«, fragt er. »Werter Herr, ich fahre seit über 40 Jahren zum Flughafen und zurück. Ich bin heute so weit, dass ich einem Menschen nur ins Gesicht schaue und schon weiß ich, wo er herkommt, wie viel Geld er bei sich hat und was er schmuggelt. Ein Blick und ich weiß, 5 Koffer und 1 Hutschachtel. Ich habe mich noch nie um mehr als 1 Stück Handgepäck geirrt. Bedenken Sie, 40 Jahre. Wir erreichten den Flughafen. Ein Wachposten verlangte meine Identitätskarte. Vor Lustig hingegen salutierte er. »Im Moment tut sich ziemlich viel hier«, bemerkte Lustig, »wegen der vielen Immigranten aus Osteuropa. Sachen kann man hier erleben. Manchmal gehen die einem wirklich nahe. Vorigen Montag zum Beispiel kam eine alte Frau an, die ihre Tochter 25 Jahre lang nicht gesehen hat. 25 Jahre, Herr! Die sind einander um den Hals gefallen und haben geschlagene 10 Minuten lang abwechselnd geweint und gelacht.« In diesem Augenblick strömte eine Schar von Passagieren in die Ankunftshalle. Ein junger Mann drängte sich durch die wartende Menge, stürzte auf einen langbärtigen Mann zu und beide brachen in Tränen aus. Lustig beobachtete die beiden schweigend. Dann sagte er, 13 Jahre. Amtshandlung mit menschlichen Zügen. Es beginnt regelmäßig damit, dass man zu seinem geparkten Wagen zurückkommt, wo ein Uniformierter soeben dabei ist, ein Strafmandat auszuschreiben. »Was steht auf dieser Tafel, Herr?«, fragt er, ohne aufzublicken. »Hier steht«, antwortete ich zaghaft, »Parken verboten bis 19 Uhr.« »Und? Wie spät ist es?« »19.30 Uhr.« »Also?« »Also darf ich hier parken.« Das Auge des Gesetzes blinzelt verblüfft, sieht mich an, sieht die Verbotstafel an, dann wieder mich, dann den Wagen, dann seine Uhr und dann das Ganze nochmal. Ja, richtig. Aber was mache ich jetzt mit dem Zettel? Wir haben strenge Vorschrift, ein einmal ausgeschriebenes Strafmandat nicht mehr zurückzuziehen. Und das ist eine sehr gute Vorschrift, Herr. Sonst würden die Fahrer, die wir bei einem Verstoß ertappen, so lange betteln und winseln, bis wir... Aber ich habe ja gar keinen Verstoß begangen, unterbrach ich. Der Hüter des Gesetzes dachte nach. Was Sie da sagen, hat etwas für sich. Ich behaupte nichts Gegenteiliges. Und wenn Sie mich rechtzeitig gewarnt hätten, so hätte ich diesmal ausnahmsweise 5 Grade sein lassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr machen. Sie sind zu spät gekommen, Herr. Also unterschreiben Sie hier auf der punktierten Linie und passen Sie nächstes Mal besser auf die Verkehrszeichen auf. Ich betrachtete ihn genauer. Für einen Verkehrspolizisten wirkte er verhältnismäßig sympathisch. Er war keiner von diesen glattrasierten ohne Schnurrbart. Er schien ein Mensch zu sein. »Ich habe nichts verbrochen«, sagte ich. »Ich zahle keinen Cent.«
So, er hob drohend die Stimme. Und wer wird zahlen? Vielleicht ich? Von meinem Gehalt? Ich bin Familienvater, Herr. Dann wurde er etwas sanfter. Es sind ohnehin nur 50 Pfund. Wenn ich aufsässig wäre, hätte ich Ihnen den Paragraph 5t verpassen können. Also unterschreiben Sie endlich. Aber ich bin doch vollkommen schuldlos. Vollkommen schuldlos! Jetzt wurde er zornig. Und wie oft haben Sie die Verkehrsvorschriften gebrochen, ohne dass man Sie erwischt hätte? Ha? Merkwürdiges Benehmen, das muss ich schon sagen. Wenn man Ihnen den Wagen stiehlt, dann rennen Sie sofort zur Polizei. Wenn Sie einen Unfall haben, können wir gar nicht rasch genug zur Stelle sein. Aber wenn Sie lumpige 50 Pfund zahlen sollen, werden Sie renitent. Schon gut, sagte ich entschuldigend. Unterschrieb und nahm das Strafmandat entgegen. Man wird vielleicht noch fragen dürfen. Aber nur, wenn es was zu fragen gibt, belehrte mich das Amtsorgan und ging ab. Freund in der Not. Der Wolkenbruch erwischte mich mitten im Stadtzentrum. Natürlich hatte ich keinen Regenschirm. Glücklicherweise erblickte ich ein herumstreunendes Taxi. Ich brüllte aus Leibeskräften, riss die Türe auf, machte einen Hechtsprung ins Innere des Wagens und befahl dem Fahrer, fahren Sie los, egal wohin. Dann erst fiel mein Blick auf den knochigen Unbekannten am anderen Ende der Sitzbank, der gleichzeitig mit mir von der gegenüberliegenden Seite hereingehechtet war. Wir starrten einander an, bis die Spannung zwischen uns unerträglich wurde. Tut mir leid, sagte der Taxifahrer, ich darf nur einen Fahrgast befördern. Oje, stöhnte ich. Warum? Vorschrift, erklärte der Taxler vorschussmäßig. Während einer Fahrt kein zweiter Fahrgast, also keine Verbrüderung, bitte. Es war einer jener historischen Augenblicke, in denen sich die unterdrückten Massen gegen die allmächtige Bürokratie zusammenrotten. Was heißt hier Verbrüderung? Wir gehören zusammen, sagte ich dem Fahrer. Und prompt wandte ich mich an meinen knochigen Mitfahrer. Hast du eine Ahnung, Walter, warum Lefkowitz am Sonntag nicht gekommen ist? Schlomo war fuchsteufelswild. Man kann es ihm nicht einmal übel nehmen. Schlomo ist ein Trottel, kapierte der Knochige blitzschnell. Er hat genau gewusst, dass Lefkowitz eine leichte Kolik hatte. Übrigens findest du nicht auch, dass Schlomo sich in letzter Zeit vollkommen verändert hat? Der Fahrer drehte sich um und durchbohrte uns mit seinem Blick. In seinen Gesichtszügen spiegelte sich ein gewisses Misstrauen. Daher fühlte ich mich verpflichtet, dem Knochigen all meine Vorbehalte gegen den unverschämten Schlomo und seine Machenschaften zu eröffnen. Der Taxifahrer gab sich geschlagen und fuhr los. Während der Fahrt besprach ich mit Walter eingehend die obskuren Familienverhältnisse von Dr. Grünberger unter besonderer Berücksichtigung der Seitensprünge seiner zweiten Frau. Als unser Taxifahrer in einer Gesprächspause leicht bremste, ergriff uns Panik und wir erweiterten unseren Themenkreis auf die drei siamesischen Katzen dieses liederlichen Weibes. Als wir endlich aus dem Taxi stiegen, der Knochige und ich, waren wir so gut befreundet, dass wir in der nächsten Bierstube weitere 2 Stunden Lefkowitz' Nierensteine, Schlomos trübe Geschäfte und Grünbergers ärgerlichen Lottogewinn besprachen. Dann hörte es auf zu regnen. Wir fuhren mit einem Taxi heimwärts. Unterwegs machten wir noch einen Höflichkeitsbesuch in der nächsten Irrenanstalt, Walter und ich, und fühlten uns ganz wie zu Hause. Fernsehen hat Vorrang. Es war ein klassischer Verkehrsunfall. Ich habe alles beobachtet. Ein PKW streifte eine ältliche, mit dem Überqueren der Straße beschäftigte Fußgängerin, geriet in Schleudern und fuhr auf einen geparkten Lieferwagen auf. Tatsächlich auf. Ungefähr bis zur Hälfte der Ladefläche. Es war, rein geometrisch betrachtet, ein merkwürdiger Anblick. Der PKW-Fahrer verharrte auf seinem Sitz, ließ den Kopf aus dem Fenster und die Zunge aus dem Mund hängen und schien sich nicht besonders wohl zu fühlen. Die 2-Wagen-Pyramide lockte alsbald eine größere Menschenmenge an, die, wie immer in solchen Fällen, nichts Vernünftiges zu tun wusste. Nur ein junger Mann behielt den Kopf oben und eilte zur nächsten Telefonzelle. Nach einer Minute kam er zurück. »Ich habe Sie verständigt«, berichtete er. »Sie fahren sofort los. Der Kameramann sagt, dass man nichts anrühren soll.« »Es ist zu spät«, bemerkte ein Zuschauer. »In die Abendnachrichten kommt's nicht mehr, bevor Sie den Film entwickeln und schneiden und was es da sonst noch zu tun gibt. Das schaffen Sie nie.«
Doch, Sie schaffen es, widersprach ein anderer. In aller Augen leuchtete die Fernsehgier, in aller Ohren klang schon jetzt die Stimme des Ansagers. Unser Reporter befragte an der Unfallstelle einige Augenzeugen. Vielleicht kommt ein ganzes Team mit 3 oder 4 Kameras. Vielleicht werden die Aufnahmen für die neue Erziehungsserie des Verkehrsministeriums verwendet. Die Schrecken der Straße und was man dagegen tun kann. Dann würden sie mehrmals hintereinander gesendet werden. Dann kommen wir mehrmals hintereinander auf den Bildschirm. Der PKW-Fahrer oben auf der Pyramide begann zu stöhnen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Dass er zu Bewusstsein kommt und die Aufnahme schmeißt. Auch auf den Polizisten mit seinem ewigen »Bitte zurücktreten« könnte man verzichten. Hämische Zurufe schwirrten ihm entgegen. »Hey, Lieutenant Kojak, hältst du dich für die Straßen von San Francisco? Du möchtest wohl allein die ganze Show bestreiten, was?« Jemand schlug vor, den PKW noch ein wenig höher zu schieben, damit es richtig sensationell aussähe. »Lassen Sie nur«, sagte ich, »so wie er jetzt liegt, ist es gut genug.« Damit stand für die Menge fest, dass ich ein Mann vom Fernsehen wäre. Einige erinnerten sich, mich in der Sendereihe »So ist das Leben« gesehen zu haben und umringten mich aufgeregt. »Euer Popsong-Programm ist miserabel«, beschwerte sich einer. »Warum engagiert ihr keine italienischen Sänger? Sie sind die Besten.« Die ältliche Dame, die den Unfall verursacht hatte, ihr selbst war weiter nichts geschehen, fand es unschön von mir, dass der verbilligte Seniorentarif abgeschafft worden sei. »Das hätte ich nicht tun dürfen«, meinte sie. Ein Pensionist zupfte mich am Ärmel. Auf seinem Bildschirm erschienen immer wieder diese gewissen Wellenlinien und ich sollte das endlich reparieren. Im Ganzen schien die Ansammlung mit meiner Regie des Vorfalls nicht recht zufrieden zu sein, aber niemand sprach es deutlich aus, weil alle ins Bild kommen wollten. Der Fahrer oben stöhnte schon wieder. Plötzlich erklang eine freudige Stimme. »Sie kommen!« »Keine Spur«, entgegnete die Menge. »Das ist nur die Ambulanz.« Es war ein schlimmer Augenblick. Was, wenn die Sanitäter den Verletzten abtransportierten? Wo bleiben dann die Aufnahmen? »Tragen Sie ihn noch nicht weg«, baten die Umstehenden. »Nicht bevor die anderen kommen, bitte!« Das Ambulanzteam erkannte die Stichhaltigkeit dieses Ansuchens und übte Zurückhaltung. Nur der Sanitäter, der die Tragbare bereithielt, warf einen besorgten Blick zu dem eingeklemmten Fahrer hinauf. »Vielleicht braucht er eine Bluttransfusion oder sonst etwas.« »Nein, nein«, beruhigte man ihn, »der nicht. Eben hat er sich wieder bewegt. Und außerdem will er ja ins Bild kommen.« Ein paar Halbwüchsige kletterten auf Laternenpfähle, um im geeigneten Augenblick in die Kamera grinsen und winken zu können. »Wasser«, hörte man den Fahrer abermals stöhnen. »Wasser! Du kriegst einen ganzen Eimer voll«, wurde ihm zugerufen. »Aber jetzt halt still!« Ein Taxi bog um die Ecke, hielt an und entließ einen schläfrigen Gesellen mit einer Kamera, gefolgt von einem Minderjährigen mit einem Mikrofon. Die Menge verstummte ehrfürchtig. Für die meisten war es das erste Mal, dass sie der Erfindung Fernsehen sozusagen in Fleisch und Blut begegneten. Ein alter Mann murmelte einen Segensspruch. »Was ist los?«, fragte der Kameramann. Die beinahe überfahrene Fußgängerin bezog Posten. »Er hat mich beinahe überfahren«, rief sie mit schriller Altweiberstimme. »Beinahe überfahren hat er mich!« Ein Samurai-Typ in einem japanischen Sporthemd stieß sie beiseite. »Ich hab's genau gesehen.« Diese kleine Wanze kam in rasendem Tempo herangesaust, ringsum ertönten Protestrufe. »Der Kerl war ja gar nicht dabei. Er ist später gekommen als die Ambulanz und jetzt stiehlt er uns die Show, unerhört.« Auch ich war angeekelt. »Warum haben Sie nicht mich gefragt?« »Ich selbst bin ein routinierter Fahrer«, sagte der Samurai gerade in die emsig surrende Kamera. »Vor einem Ferrari. Habe an Autorennen teilgenommen. Aber dann hat meine Schwester diesen Verbrecher geheiratet und da hat mein Vater gesagt, Schluss mit den Autorennen. Naja, und wie dann die Scheidung kam, war ja vorauszusehen, nicht wahr? Da hat's also bei mir mit dem Training Schwierigkeiten gegeben. Man wird ja nicht jünger.« Inzwischen hatte ich mich an die Kamera herangearbeitet und wäre gut ins Bild gekommen, wenn mich die fast Überfahrene nicht weggezerrt hätte. »Er hat mich überfahren«, kreischte sie wütend. »Mich, nicht Sie!« Die alte Hexe war mir in der Seele zuwider. Jetzt begann sie sogar zu heulen, nur um die Kamera auf sich zu ziehen. Ich, der ich bekanntlich in der Sendung »So ist das Leben« mitgewirkt habe, werde schnöde übergangen, weil sich eine uninteressante Vettel ohne die geringste Kameraerfahrung vordrängt. Man sollte gar nicht glauben, wozu Leute imstande sind, um ins Bild zu kommen. Kurz entschlossen boxte ich die alte Hexe in die Hüfte, schob mich auf den von ihr usurpierten Platz und deutete auf mich. »Hallo, Kinder«, stieß ich in großer Hast hervor. »Hier ist Papi. Er war dabei.«
Ein Wissbegieriger nahm die Gelegenheit wahr und richtete ausgerechnet an mich die Frage, ob es sich hier um Video oder um Stereo handelt. Der Idiot. Das nützte wiederum der Samurai aus, um die Lebensgeschichte seiner Schwester zu beenden. Kein Wunder, dass der Kameramann es vorzog, die Wagenpyramide zu erklimmen und sein Gerät auf den Fahrer zu richten. Als der Fahrer das sah, öffnete er die blutleeren Lippen und flüsterte: Oh, um Himmels Willen, nicht das Profil, bitte von vorne. Der Inhaber eines nahegelegenen Ladens drängte sich mit einem Glas Wasser durch die Reihen der Gaffer. Ich bringe Wasser für den Verunglückten, rief er mit breitem Lächeln in die Kamera. Trinken Sie, alter Junge, es wird Ihnen gut tun. Jetzt war der große Augenblick des Verunglückten gekommen. Soll ich hinunterkriechen? Fragte er den Kameramann. Geben Sie mir ein Handzeichen, wenn es soweit ist. Die Sanitäter mit der Tragbare traten in Aktion. Beim dritten Mal klappte es. Die Show war zu Ende. Erwartungsvoll ging ich nach Hause. Punkt 21 Uhr versammelte sich die Familie um den Fernsehschirm, um Papi in den Abendnachrichten zu sehen. Der Sprecher vertrödelte kostbare Minuten mit allerlei politischem Firlefanz, aber dann war endlich mein Unfall dran. Achtung! Jetzt! Wo bist du, Papi? Fragte unsere Jüngste. Man sieht dich ja gar nicht. Tatsächlich. Diese Halunken hatten fast den ganzen Samurai im Bild gelassen, dazu etwas Hexe und die Ambulanz. Mich hatten sie geschnitten. Stattdessen trat irgendein offizieller Phrasendrescher vor die Kamera und sprach über Verkehrssicherheit und dergleichen überflüssiges Zeug. Die können lange warten, bevor ich wieder an einem ihrer Unfälle mitwirke. Parkplatz-Safari. Jossele kam von der Ecke der Fruchtmannstraße auf mich zugeeilt. Entschuldige, keuchte er, es hat so lange gedauert, ehe ich einen Parkplatz fand. Ich traute meinen Ohren nicht. Die Fruchtmannstraße, eine schmale, sonnendurchglühte Häuserzeile und noch dazu eine Einbahn in entgegengesetzter Richtung, lag gute 5 Minuten von unserem Stammcafé entfernt. Was veranlasste Jossele, den genialen Überwinder aller irdischen Schwierigkeiten, seinen Wagen gerade dort zu parken? Wir hatten Gustis Kaffeehaus erreicht, ließen uns nieder, bestellten den üblichen Espresso und beobachteten den Nahen Osten in Aktion. Draußen wimmelte es von tatendurstigen jungen Polizisten, die ihre Tagesquote noch nicht erfüllt hatten und nach Parksündern Ausschau hielten. Tafeln mit Aufschriften wie Parken verboten, Halten verboten, Parken und Halten verboten verschönten das Stadtbild. Eine schräg vor der Kaffeehausterrasse angebrachte Tafel Ladetätigkeit nur von 14 bis 16 Uhr erwies sich als besonders ertragreich und brachte der Regierung pro Stunde ungefähr 500 Pfund ein. Es gibt für den Staat keine bessere Investition als einen Verkehrspolizisten, konstatierte Jossele. Wenn so einer in der Stunde nur 3 Strafmandate zu 80 Pfund ausschreibt, hat er nach 2 Tagen sein Monatsgehalt verdient und der Rest ist Reingewinn. Kein Wunder, dass jetzt auch weibliche Kräfte eingestellt werden. Hier liegt wahrscheinlich der Grund, vermutete ich, warum das Parkproblem in den großen Städten gar nicht gelöst werden soll. Das würde den ganzen Staatshaushalt über den Haufen werfen. Jossele erwog einen neuartigen Ausweg. Vielleicht sollte man für die Autofahrer Strafabonnements in einer bestimmten Höhe auflegen, sodass sie den Strafzettel selbst unter den Scheibenwischer stecken können. Und wenn sie ihren Block verbraucht haben, kaufen sie einen neuen. Das würde den ganzen Vorgang vereinfachen und außerdem hässliche Zusammenstöße mit der Obrigkeit vermeiden. Aber es würde Tausende von Polizisten beiderlei Geschlechts arbeitslos machen, gab ich zu bedenken. Und was ist mit den Lückenwächtern? Mit wem? Jossele erklärte mir diesen neuen Beruf. Die Lückenwächter, auch Parklochhyänen genannt, lungern am Randstein der dafür geeigneten Straßen herum, warten, bis ein Wagen wegfährt, stellen sich dann vor den frei gewordenen Platz und winken jeden, der ihn zu benutzen versucht, mit einem barschen Besetzt weiter, bis irgendein Idiot bereit ist, für die Benutzung zu zahlen. In der Umgebung der Herzlstraße kassieren sie für einen amerikanischen Straßenkreuzer 20 Pfund. An Sonn- und Feiertagen 30. Mit dieser Gebühr sind auch Anweisungen wie links einschlagen, noch ein Stückchen, stopp, abgegolten. Besser eine Parkhyäne als ein Strafmandat, sagte ich. Jossele schüttelte den Kopf. Jetzt kennst du mich schon so lange
und hast noch immer nichts gelernt. Was heißt da Strafmandat? Wenn man die Verhaltensweisen der israelischen Polizei studiert hat, braucht man kein Strafmandat zu fürchten. Angewandte Psychologie, weißt du? Ich parke grundsätzlich nur in engen Seitengassen auf dem Gehsteig. Mindestens 30 Meter mit dem Rücken zur Hauptstraße, wo die Gesetzesaugen patrouillieren. Mein Wagen ist der einzige, den Sie sehen, und zwar in beträchtlicher Entfernung von der Straßenecke. Wird der Hüter der Verkehrsgesetze jetzt vielleicht diese ganze Strecke zurücklegen und obendrein riskieren, dass er auf der Windschutzscheibe dann schon ein Strafmandat vorfindet? Er wird nichts dergleichen tun. Dazu ist er viel zu faul. Und dazu gibt es viel zu viele Parksünder, die es ihm bequemer machen. Komm, ich will's dir beweisen. Wir begaben uns an den Ort der Beweisführung, passierten ganze Reihen wütend hupender Autos, die nicht vorwärts kamen, und hatten alsbald die Fruchtmannstraße erreicht. Tatsächlich. Auf dem Gehsteig in stolzer Einsamkeit stand Josseles Wagen. Mit einem Zettel unter dem Scheibenwischer. Ein Strafmandat. Ein Strafmandat für Jossele. Das war ihm noch nie passiert. Er erbleichte. Ich meinerseits konnte eine leise Schadenfreude nicht unterdrücken. Angewandte Psychologie, was? Zum Selbstkostenpreis von 80 Pfund, wie? Wann wirst du endlich erwachsen werden, mein Kind, brummte Jossele, sperrte den Wagen auf und ging weiter. Ich folgte ihm, ohne zu fragen, was er vorhatte. Es würde sich ja bald genug herausstellen. Auf der nächsten Polizeiwachstube stellte es sich heraus. »Inspektor«, meldete Jossele dem diensthabenden Organ, »irgendwo in Ihrem Rayon ist mein Wagen gestohlen worden. Wo, kann ich nicht genau sagen. Es war eine mir unbekannte Abzweigung der Dizengoff-Straße.« Und er gab noch einige weitere Aussagen zu Protokoll. Die Polizeistreifen des Rayons empfingen über Sprechfunk die Anweisung, den gestohlenen Wagen zu suchen. »Ich warte in Gustis Kaffeehaus«, verabschiedete sich Jossele. Eine Stunde später hatten unsere Freunde und Helfer den Wagen gefunden. Er stand auf dem Gehsteig der Fruchtmannstraße. Der Sergeant, der ihn zurückbrachte, wehrte Josseles Dank bescheiden ab. »Wir tun nur unsere Pflicht«, sagte er und fügte mit maliziösem Grinsen hinzu. »Aber wenn wir den Dieb erwischen, wird er zu allem anderen auch noch ein saftiges Strafmandat zu bezahlen haben.« Gottes Hand und Josseles Fuß. Gestern bekam ich Nachricht von Jossele. Es war ein Anruf aus dem Krankenhaus. Er ließ mich bitten, ihn zu besuchen. Überflüssig zu sagen, dass ich mich sofort auf den Weg machte. Ich fand Jossele im Garten des Spitals, bleich und niedergedrückt in einem Rollstuhl sitzend, ein Bild des Jammers. Und was mich am meisten erschütterte, er hielt ein Gebetbuch in der Hand. »Jossele«, rief ich beklommen, »was ist los mit dir, ein Herzanfall oder sonst etwas Lebensgefährliches?« »Nein, nichts davon«, er schüttelte müde den Kopf, seine Stimme klang tonlos. »Aber was mir am Montag passiert ist, hat mich davon überzeugt, dass es eine göttliche Gerechtigkeit gibt. Bitte erklär dich genauer«, sagte ich und setzte mich neben ihn. Jossele holte tief Atem. Mein Wagen war in einer Reparaturwerkstatt und das Schicksal ereilte mich in einem städtischen Autobus, begann er. Linie 33, Montag, zur Stoßzeit. Und wahrlich, ich habe gestoßen. Mit Händen, Füßen und Ellbogen habe ich mir einen Sitz erkämpft. Und kaum, dass ich saß, pflanzte sich irgendein alter Idiot vor mir auf und begann sich völlig ungefragt über meine Person zu äußern. Er äußerte sich abfällig. Es sei ein Skandal und eine Schande, ein junger, gesunder Mensch wie ich bleibt sitzen und ein alter, kränklicher Mann wie er muss stehen. Ich reagierte nicht. Die Leute sollten mich für einen Neueinwanderer halten, der die Landessprache noch nicht versteht. Der Alte schimpfte weiter. Er ging sich in immer heftigeren Missfallenskundgebungen über die heutige Jugend im Allgemeinen und mich im Besonderen. Ich blieb ungerührt. Es fiel mir gar nicht ein, meinen bequemen Sitz gegen einen Stehplatz im Gedränge einzutauschen. Unterdessen hatten die Hetzreden des Alten den ganzen Bus gegen mich aufgebracht. Plötzlich packte er mich am Kragen, riss mich hoch und setzte sich unter dem Jubel der Menge auf meinen Platz. Jetzt war der Augenblick gekommen, ihm und seiner verhetzten Gefolgschaft eine Lektion zu erteilen.
Ich schwankte, hielt mich nur mühsam aufrecht und bahnte mir stöhnend den Weg zum Ausgang, wobei ich mit schmerzverzerrtem Gesicht das rechte Bein nachschleppte. Über den Bus fiel verlegenes Schweigen, das von beschämtem Geflüster abgelöst wurde. Der arme Kerl, flüsterte es ringsum, ist gelähmt, hat ein krankes Bein, kann sich kaum bewegen. Und dieser alte Trottel verjagt ihn von seinem Sitz. Ein Egoist, ein Unmensch. Pfui! Es fehlte nicht viel und sie wären über ihn hergefallen. Einige standen auf, um mir ihren Sitz anzubieten. Ich winkte mit müder Märtyrerstimme ab. Und da ich sowieso am Ziel war, bereitete ich mich unter neuerlichem Stöhnen zum Aussteigen vor. Gut gemacht, ich nickte anerkennend. Und dann? Dann, sagte Jossele, bin ich auf dem Trittbrett ausgerutscht und hab mir das Bein gebrochen. Damit wandte er sich wieder seinem Gebetbuch zu. Die Kunst der Höflichkeit. Motorisierte Touristen haben es bei uns besser als anderswo. Kein Wunder, denn seit der Staatsgründung fordert unsere Regierung uns regelmäßig auf, die Touristen gut zu behandeln. Sie verlangt, dass wir ihr Gepäck tragen, ihnen den Weg zum Museum zeigen und ihre Valuten zum anständigen Schwarzmarktkurs wechseln. Ich persönlich finde das lächerlich. Erstens sind wir von Natur aus äußerst hilfsbereit und zweitens sind andere Völker auch nicht so schrecklich zuvorkommend. Im Gegenteil, in ihrem tiefsten Innern sind sie ausgesprochen unhöflich, nur bemerkt man es nicht, weil sie nach außen hin so ausgesprochen höflich sind. Fragen Sie nur einmal in irgendeiner fremden Stadt irgendjemanden nach irgendeiner Adresse. Der Befragte wird ein gerütteltes Maß an gutem Willen heucheln und affektiert flöten. Ich bringe Sie gerne hin, wenn es Ihnen recht ist. Dann wird er sich in die Auto setzen und den ganzen langen Weg die Schönheiten seiner Stadt preisen. Am Ziel angelangt wird er sich sogar dafür bedanken, dass er Ihnen behilflich sein durfte. Aber kaum ist er ausgestiegen, wird er Sie höchstwahrscheinlich mit Flüchen bedenken, die selbst einen hartgesottenen Matrosen erröten ließen. Also, frage ich, ist dem Minister mit solch einem Getue gedient? Legt er wirklich Wert auf so eine Maskerade? Um wie viel ehrlicher ist doch der kleine Mann auf der Straße des Nahen Ostens? Nach einer Adresse befragt, antwortet er, hauen Sie ab. Das entspricht nämlich in diesem Moment seiner aufrichtigen persönlichen Überzeugung. Keine Heuchelei, kein Theater, dafür aber Zivilcourage. Zur Erläuterung ein Beispiel aus dem Alltag. Einer meiner amerikanischen Vettern zweiten oder dritten Grades besuchte uns. Eines Tages hatte er sich in seinen riesigen Wagen gesetzt, um einen anderen unserer zahlreichen Vettern aufzusuchen, der an der Bamramstraße wohnte. Natürlich verlor er sich schon bald im Tel Aviver Dickicht und fragte einen Passanten nach dem Weg. »Ein Fremder wie Sie, mein Herr«, sagte der einfache Mann von der Straße, der vermutlich einen langen Arbeitstag hinter sich hatte, »ein Fremder wie Sie wird die Bamramstraße niemals finden. Wenn Sie möchten, steige ich ein und zeige Ihnen den Weg.« Sprach's, stieg in den Wagen meines Vetters und lotste ihn unermüdlich eine halbe Stunde lang rechts und links durch den dichtesten Verkehr, bis sie schließlich in einer bezaubernden kleinen Gasse landeten. Da stieg der einfache Mann aus und sagte, »Hier wohne ich. Dankeschön.« Mein Vetter fragte, »Aber wo ist die Bamramstraße?« Darauf erwiderte der einfache Mann, »Ich habe keine Ahnung. Am besten Sie fragen jemanden. Hier ist sie jedenfalls nicht. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.« Es war ein Dienstag. Als mein Vetter zweiten oder dritten Grades mir die Geschichte erzählte, zitterte er immer noch vor Wut. Ich kann es aber nicht leiden, wenn ein dahergelaufener, motorisierter Tourist an meinen Landsleuten herumnörgelt. »Ihr Touristen seid eigenartig«, sagte ich pikiert. »Ihr glaubt, mit euren Taschen voller Devisen könnt ihr euch alles erlauben.« Außerdem gibt es keine Bamramstraße in Tel Aviv. Ein vierbeiniger Autofan. Bei einem unserer Englandaufenthalte waren wir dem Würgegriff der Hoteliers entgangen und hatten uns in einer Privatwohnung eingemietet. Ihre Inhaberin hieß Mrs. Mrozinski und war, wie schon aus ihrem Namen hervorging, die einzige Witwe des verewigten Mr. Mrozinski, eines typisch englischen Gentlemans von polnischem Geblüt. Er hatte ihr ein kleines Häuschen hinterlassen, dessen entbehrliche Zimmer an farbige Touristen zu vermieten waren.
Und da wir aus Israel kamen, wurden wir vom Zimmervermittlungsdienst in diese Kategorie eingestuft. Der Rest der Hinterlassenschaft bestand in einem hellhaarigen Hund namens Oswald, einer undefinierbaren Promenadenmischung, die aber von Mrs. Mrozinski kaltblütig als hochgezüchteter Spaniel vorgestellt wurde. Seitdem wie immer, Mrs. Mrozinski, die seit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs in England lebte, hatte sich dort schon so vollkommen akklimatisiert, dass sie auch die traditionelle Zuneigung des Engländers zu seinen vierbeinigen Freunden teilte. Sie sprach von Oswald viel öfter und liebevoller als von ihrem dahingeschiedenen Gatten. Und sie hätte das geliebte Tier nicht eine Minute lang allein lassen mögen. Einmal aber geschah es doch. An jenem schicksalsschweren Nachmittag klopfte Mrs. Mrozinski an unsere Zimmertüre und teilte uns mit, dass ihre Schwester plötzlich erkrankt sei, in Nottingham im Spital läge und dringend ihren Besuch erwarte. Heute noch, sofort. Uns schwante Böses. »Sollten Sie nicht besser erst morgen fahren, Mrs. Mrozinski?« fragte ich besorgt. »Nächtliche Reisen sind unbequem. Ich dachte, dass Sie mir einen kleinen Gefallen tun. Man wird Sie bei Nacht gar nicht in das Spital hineinlassen und auf Oswald Acht geben könnten, weil der Patient schlafen muss. Nur bis morgen Mittag. Warum telefonieren Sie nicht mit Nottingham? Ich danke.« Und ohne den einigermaßen wirren Dialog fortzusetzen, brachte sie uns den fröhlich wedelnden Oswald ins Zimmer. »Sie brauchen ihn nicht öfter als einmal am Tag auf die Gasse zu führen«, rief sie uns im Abgehen zu. »Lassen Sie ihn ruhig an der Tür kratzen.« »In England darf man Hunde in den Zug mitnehmen«, rief ich ihr nach. Aber die Wände blieben stumm. Das alles wäre nie geschehen, wenn unsere Beziehungen zu Mrs. Mrozinski nicht gar so freundlich gewesen wären. Die alte Dame hatte sich eng an uns angeschlossen, hatte uns von den Schrecken des Blitzkrieges und des Bombardements erzählt, von den ständig wachsenden Lebenskosten in England und von vielen anderen persönlichen Problemen. Jetzt rächte sich unsere Geduld. Nicht, als ob wir etwas gegen Hunde gehabt hätten. Wir lieben Hunde, besonders meine Frau liebt sie sehr, aber nicht unbedingt auf Reisen. Und folglich war das Gespräch, das nach Mrs. Mrozinskis Abgang zwischen uns stattfand, nicht besonders liebevoll. »Warum, um Himmels Willen, hast du dich breitschlagen lassen?«, fragte meine Frau. »Na, wenn schon«, antwortete ich, »dann werden wir den Hund eben ins Theater mitnehmen.« Das war alles. Mit der größten Selbstverständlichkeit hüpfte Oswald in unseren gemieteten Miniminer, als wir am Abend ins Ambassador-Theater aufbrachen, wo die Mausefalle noch immer ausverkaufte Häuser machte. Oswald nahm den Rücksitz und heulte. Er hörte nicht auf zu heulen. Er heulte wie ein kleines Kind. Ich habe noch nie einen erwachsenen Hund getroffen, dessen Heulen dem eines kleinen Kindes so ähnlich war und so ausdauernd. Schön und gut, sein Frauchen war zu ihrer Schwester nach Nottingham gefahren, aber schließlich hatte sie ihn nicht ausgesetzt, wie? Er saß ja in einem weichen Rücksitz eines beinahe neuen, gut gepolsterten englischen Wagens, nicht wahr? Was gab es da zu heulen? »Das ist kein Hund«, stellte die beste Ehefrau von allen sachlich fest. »Das ist ein getarnter Schakal. Gott stehe uns bei.« Ich parkte den Wagen in einer nahen Seitengasse. Mit Mietwagen hat man keine solche Angst vor Strafzetteln. Das Rückzugsgefecht gegen den stürmisch nachdrängenden Oswald war kurz und heftig. Es endete mit seiner Niederlage. Lange sah er uns nach, die Schnauze ans Fenster gepresst, die Augen voller Tränen. Und er hörte nicht auf zu heulen. Der Mörder bewegte sich noch vollkommen frei auf der Bühne, als unser schlechtes Gewissen uns aus dem Theater trieb, zurück zu dem Hund, den wir lebendig begraben hatten. Wir fanden Oswald in schlechter Verfassung. In den 2 Stunden pausenlosen Heulens und Bellens war er heiser geworden und konnte nur noch jaulen. Dafür sprang er, wie wir schon von Weitem sahen, unermüdlich im Innern des Wagens hin und her, von einem Fenster zum anderen und zwischendurch aufs Lenkrad, wo er die elektrische Hupe betätigte. Eine Menge Fußgänger stand um den Wagen herum, eine feindselige Masse. Ihr Urteil war einmütig und es war ein Urteil der Verdammnis. »Wenn ich den Kerl erwische«, äußerte ein athletisch gebauter junger Mann, unter dessen Ruderleibchen die Muskeln schwollen. »Wenn ich den Kerl, der das arme Tier eingesperrt hat, zwischen die Fäuste bekomme!« »Die haben nicht einmal daran gedacht, das Fenster einen Spalt breit offen zu lassen«, murrte ein anderer. »Das arme Tier wird ersticken. Solche Leute müsste man einsperren. Dann würden sie wenigstens wissen, wie das tut.« Den letzten Worten folgte allgemeine Zustimmung.
der auch ich mich anschloss. Der Mann im Ruderleibchen hatte mir nämlich gleich bei meinem Auftauchen einen bösen Blick zugeworfen. »Diesem Barbaren gebührt nichts Besseres«, sagte ich eilig, »mit einem hilflosen Tier so umzugehen.« Es war höchste Zeit für eine Klarstellung meiner Person, denn Oswald hatte uns entdeckt und bellte hinter dem Fenster direkt auf uns los. »Es kann nicht mehr lange dauern, Schnauzi«, tröstete ihn ein gebrechlicher alter Herr. »Die Mistkreaturen, die dich hier allein gelassen haben, müssen ja irgendwann zurückkommen.« »Wenn ich den Kerl erwische«, wiederholte der Ruderleibchenathlet, »der wird nichts zu lachen haben.« Es machte keinen guten Eindruck auf mich, dass dem Athleten einige obere Zähne fehlten. Ich hielt es für angebracht, seinen Tatendurst abzulenken. »Lassen Sie auch noch etwas für mich übrig«, rief ich mit geballten Fäusten. »Ich breche ihm jeden Knochen im Leib.« »Recht so!« Und das war meine Frau. »Jeden einzelnen Knochen!« Was zum Teufel fiel ihr da ein? Wollte sie den Mob gegen mich aufhetzen? Oder Ruderleibchens athletische Fähigkeiten auf die Probe stellen? Die Atmosphäre roch deutlich nach Lynchjustiz. Wenn diese Fanatiker jetzt noch draufkämen, dass es ein verdammter Ausländer war, der einen britischen Vierbeiner misshandelt hatte. Oswald merkte natürlich, in welch peinlicher Lage wir uns befanden und verstärkte die Peinlichkeit durch unablässiges Hupen. Er besaß offenbar kein Organ dafür, dass seine Stiefeltern ohnehin ihr Möglichstes taten. Jetzt hatte ich mit blutrünstig verzerrtem Gesicht nochmals ausgerufen, »Na, wo steckt der Lump?« Eine verwitterte, längst ausgediente Repräsentantin des Londoner Nachtlebens verlor die Geduld. »Steht bloß nicht so herum, ihr Männer!« rief sie mit schriller Stimme. »Tut doch endlich was!« Alle Augen wandten sich mir zu. Meine kompromisslose Angriffsbereitschaft hatte mich unversehens in die Führerrolle gedrängt, trotz meines ausländischen Akzents. Ich ergriff das Steuer. »Die Dame hat vollkommen recht«, sagte ich entschlossen und deutete mit Feldherrngeste auf das Ruderleibchen. »Sie dort! Holen Sie sofort einen Polizisten!« Meine Hoffnung, den Gewalttäter auf diese Weise loszuwerden, blieb leider unerfüllt. Er schüttelte den Kopf. »Mit der Polizei verkehre ich nicht«, grinste er. »Ich würde schon einen holen«, nuschelte der gebrechliche alte Herr, »aber ich habe das Zipperlein in den Knien.« »Es gibt in dieser Gegend keine Polizisten«, ließ ein Ortskundiger sich vernehmen. »Der nächste steht auf der Monmouth Street.« Es war offenkundig, dass die Leute sich vor der Erfüllung ihrer Bürgerpflicht drücken wollten. »Schön?« Mein Blick streifte verächtlich über die untätige Schar. »Dann nehme ich den Wagen und hole die Polizei. Ihr wartet hier.« Damit hatte ich den Schlag geöffnet, hatte meine verblüffte Gattin mit raschem Schwung in den Wagen gestoßen und gab Vollgas. Die Größe des Augenblicks machte sogar Oswald verstummen. Auch die disziplinierte britische Menge blieb auftragsgemäß stehen. Erst als wir schon gut 20 Meter zwischen sie und uns gelegt hatten, kam Leben in die Bande. Wir hörten noch ein paar wilde Flüche, sahen noch einige drohende Gestalten zur Verfolgung ansetzen. Dann waren wir um die Ecke und gerettet. Oswald leckte mir überglücklich Hände und Gesicht. Er war wirklich ein herziges, braves Tierchen. Unser Oswald. Er liebte das Autofahren. Wie alle Hunde. Wir gehen in den Untergrund. Wir fanden also das Autofahren in England auf die Dauer etwas beschwerlich. An das Linksfahren hätte ich mich zwar gewöhnt, nicht aber an die weltberühmte Londoner Rush Hour. Daher war es kein Wunder, dass auch wir endlich beschlossen, die Bequemlichkeiten der Londoner Metro in Anspruch zu nehmen. Was dabei geschah, war allerdings unvergesslich. In London leben ungefähr 8 Millionen Menschen. 7,5 Millionen davon benutzen zwischen 4 und 6 die Metro, um nach Hause zu fahren. Das hatten wir nicht gewusst. Vielleicht wurden wir dadurch irregeführt, dass wir am Ansatz der Treppe, die zu der betreffenden Untergrundbahnstation hinabführte, keine Schlange sahen. Wir begannen den Abstieg. Unten angelangt, herrschte plötzlich ein solches Gedränge, dass wir sofort umkehren wollten. Es ging nicht mehr. Und von da an verloren wir jeden Einfluss auf die Entwicklung der Dinge. Als wir an den Kassenschalter herangezwängt wurden, konnte ich noch mit knapper Not meine Geldbörse hervorziehen, aber sie wieder einzustecken, war mir nicht mehr möglich. Ich musste sie während der ganzen Fahrt in der Hand halten.
Die geliebte Gestalt meiner Frau sah ich zuletzt hoffnungslos eingekeilt auf der Plattform. Sie wandte mir ihr süßes Antlitz zu und ich hörte sie etwas rufen, wovon ich nur Bruchstücke verstand. Leb wohl, Geliebter, auf ewig dein und vergiss nicht die Schlüssel. Dann entschwand sie endgültig meinen Blicken. Während der Fahrt verspürte ich dann und wann von seitwärts den Griff eines Regenschirms zwischen den Rippen und glaubte ihnen an der Form als den ihren zu erkennen. Um mich zu vergewissern, hätte ich den Kopf drehen müssen, aber wie? Ein Herr im schwarzen Mantel stand so dicht gegen meine Brust gepresst, dass sogar unsere Nasen sich verschwisterten. Ich starrte ihm aus einer Entfernung von höchstens 4 Zentimetern in die Augen. Sie waren von himmelblauer Farbe und ihre Pupillen flackerten unruhig. Wie sein Gesicht aussah, konnte ich nicht feststellen. Zu meiner Linken erspähte ich ab und zu die Umrisse einer Sportkappe, die sich an meinem Oberschenkel wetzte. Und von der anderen Seite her bohrte sich der schon erwähnte Regenschirmgriff in meinem Brustkorb. »Weib«, rief ich aufs Geratewohl, »bist du's?« Nach dreimaliger Wiederholung drang aus meilenweiter Ferne ein schwaches Stimmchen an mein Ohr. »Liebster, ja, ich glaube, dass ich es bin.« Sie lebte also. Meine freigebliebene Hand, mit der anderen hielt ich noch immer meine Geldbörse umklammert, tastete in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war, verfing sich aber in einem fremden Büstenhalter, so dass ich alle weiteren Nachforschungen einstellen musste. Auf einem meiner Füße, ich wusste nicht auf welchem, denn ich hatte längst die Kontrolle über sie verloren, stand ein fremder Mensch, was meine Bewegungsfreiheit noch mehr beeinträchtigte. Dafür gelang es in einer scharfen Kurve meinem Blauäugigen gegenüber, seine Nase mit jähem Ruck von der meinen abzuziehen. Unsere Wangen klatschten leise aneinander und blieben fortan in Schmiegeposition, als wären wir ein argentinisches Tango-Tanzpaar. Zum Glück hatte ich einen gut rasierten Partner. Die Verbindungswege zu meiner Frau waren völlig zusammengebrochen. Dies alles verblasste jedoch vor einer neuen Katastrophe, die mir drohte. Ich musste niesen. Schon seit einer ganzen Weile spürte ich das Kommen. Jetzt stand es unmittelbar bevor. Und wenn ich jetzt nicht sehr schnell zu meinem Taschentuch käme, würde Fürchterliches geschehen. Übermenschliche Kräfte durchfluteten meinen linken Arm. Indem ich jedes kleinste Rütteln des Zuges ausnutzte, gelang es mir, meinen Tango-Partner so weit wegzudrücken, dass ich mit der Hand bis in die Hosentasche kam. Damit war aber erst der leichtere Teil des Unternehmens bewältigt. Um die Hand mit dem Taschentuch auch an meine Nase führen zu können, bedurfte ich noch einer gewaltigen Portion Glück. Es gelang. An der nächsten Haltestelle verließ einer der Fahrgäste den bisher von ihm gehaltenen Posten auf meinem Fuß und stellte dadurch einen Teil meiner Manövrierfähigkeit wieder her. Zwar schloss mich gleich darauf die nachdrängende Menge aufs Neue ein, aber in jenem kurzen Augenblick relativer Freiheit hatte ich das Taschentuch tatsächlich in Nasenhöhe gebracht. Bloß die Lust zum Niesen war mir unterdessen vergangen. So ist das Leben. Meine Hand mit dem Taschentuch verharrte in der erreichten Position, halb links vom Mantelkragen des Blauäugigen und schräg unterhalb meines Kinns. Dort begann sie langsam zu erstarren. Eine Minute später entglitt das Taschentuch meinen fühllos gewordenen Fingern und senkte sich in den Schoß des Sportkappenträgers. Ich hatte keine Möglichkeit, mit dem Mann in Fühlung zu kommen. Ich konnte ihn nur stumm aus meinem rechten Augenwinkel beobachten. In der nächsten Kurve blickte er zufällig an sich hinab, entdeckte das Taschentuch, hielt es für einen hemdeigenen Toilettenfehler und stopfte es, so rasch er konnte, in seine Hose. Das verursachte ihm einige Mühe und, wie es schien, auch Verlegenheit. Kurz darauf stand er auf und verdrückte sich in der Menge. Möglicherweise ist er sogar ausgestiegen. Als ich nach Hause kam, wurde ich bereits von meiner Frau erwartet. Wir stellten fest, dass wir das lebensgefährliche Abenteuer mit geringfügigen Bekleidungsschäden und Hautabschürfungen überstanden hatten, die wir in häuslicher Pflege belassen konnten. Was weiter? Tja, wir mieteten wieder ein Auto. Autofahren ist gesund. Einmal muss es gesagt sein, nichts in unserem Jahrhundert hat die Sportlichkeit so sehr auf Vordermann gebracht wie der Autoverkehr. Sogar mich. Eigentlich bin ich von Natur aus kein ausgesprochener Bewegungsfetischist. Es gab einmal eine Zeit, da ging ich überhaupt nicht zu Fuß, sondern nahm den Autobus oder ein Taxi.
Hier und da machte ich sogar Autostopp. Offen gesagt, war ich damals eher pummelig und lief Gefahr, das Gehen zu verlernen. Aber seit ich Besitzer eines eigenen Wagens bin, bewältige ich täglich ungeheure Entfernungen zu Fuß. Meine Beine sind muskulös und stark geworden und ich habe mich nie besser gefühlt. Das ist ganz einfach zu erklären. Auf unserem Planeten gibt es keine Parkplätze mehr. Vor allem in Tel Aviv nicht. Hat man zum Beispiel im Stadtzentrum zu tun, muss man irgendwo an der Meeresküste parken. Um zur Hauptstraße zu gelangen, empfiehlt es sich, den Wagen an der Peripherie stehen zu lassen. Wenn ich ein Treffen im Geschäftsviertel von Tel Aviv habe, marschiere ich 6 Kilometer hin und 6 Kilometer wieder zurück. Macht 12. Wohlgemerkt, ich beschwere mich nicht. Schließlich ist das ein gesundes Training, von Ärzten warm empfohlen. Auch die beste Ehefrau von allen ist dafür. Wenn ich in der Stadt etwas zu erledigen habe, sagt sie oft zu mir, nimm den Wagen, der kleine Spaziergang wird dir gut tun. Verschonen Sie mich also mit Fitnesstraining. Wir Autobesitzer haben so etwas nicht nötig. Wir sind längst olympiareif. Auf Ölsuche. Es war ein warmer Frühlingsnachmittag, so recht geschaffen für einen Kaffeehausbesuch. Draußen pulsierte das städtische Leben. Die ältere Generation oblag ihren Berufen, die jüngere stand Schlange vor den Kinos. Jossele schlürfte seinen Mokka und räkelte sich. »Hättest du etwas dagegen, reich zu werden?«, fragte er. »Nicht das Mindeste«, antwortete ich mit Überzeugung. »Aber wie?« »Öl«, entschied Jossele. »Wir müssen nach Öl suchen.« Gesagt, getan. Als erstes begaben wir uns zu einer nahegelegenen Tankstelle und fragten den Boss, ob er billiges Benzin kaufen möchte. »Ja«, meinte der Boss, »warum nicht? Und woher wir es denn hätten?« »Von der Regierung«, erklärte Jossele. Als nächstes erwarben wir einen gut erhaltenen Gartenschlauch und etwa ein Dutzend antiquarischer Kanister. Dann fassten wir Posten an einer belebten Ausfallstraße aus Tel Aviv. Der erste Wagen, den wir anhielten, war ein fettes, schwarzes Taxi. »Guten Tag«, sagte Jossele höflich und bestimmt. »Bitte öffnen Sie Ihren Tank.« »Warum? Was ist los?«, fragte der Taxifahrer. »Ebenso bestimmt, aber weniger höflich.« »Treibstoffkontrolle. Das neue Gesetz gegen Luftverschmutzung. Wir müssen feststellen, ob Sie sauberes Benzin verwenden. Öffnen Sie bitte.« »Was zum Teufel? Es hat keinen Sinn, mit mir zu streiten, Herr. Ich bin nur ein kleiner Beamter, der einen Auftrag des Verkehrsministeriums erfüllt. Machen Sie mir keine Schwierigkeiten und öffnen Sie den Tank.« Nach ein paar saftigen Flüchen folgte der Taxifahrer dem obrigkeitlichen Geheiß. Jossele steckte den Finger in die Tanköffnung, zog ihn heraus, leckte daran und schnitt eine bedenkliche Grimasse. »Schmeckt nicht so, wie es sollte. Sie gestatten?« Damit ergriff er den Schlauch, führte ihn in den Benzintank ein, pumpte 2 Kanister voll und versah sie in deutlicher Kreideschrift mit der Nummer des Taxis. »Geht direkt ins Laboratorium für einen Wasserfrau-Test«, erläuterte er dem Fahrer. »Wenn es in Ordnung ist, haben Sie nichts zu fürchten. Aber jetzt müssen Sie Platz machen für den Nächsten. Sie dort. Ja, der blaue Chevrolet. Hier herüber, bitte.« Mittlerweile standen etwa 20 Wagen ordentlich hintereinander angereiht und warteten darauf, kontrolliert zu werden. Bis zum Einbruch der Dämmerung hatten wir mehr als 200 Liter Benzin gezapft, die wir zum En-Gros-Preis an unseren Freund von der Tankstelle abgaben. »Morgen kaufen wir ein paar Fässer und mieten einen Lieferwagen. Vielleicht schlagen wir der Regierung vor, mit uns gemeinsam in die Ölförderung einzusteigen.« Und am Ende steht die Parklaterne. Eines anderen Morgens erwachte ich in New York mit Zahnschmerzen. Mit ganz gewöhnlichen, ungemein schmerzhaften Zahnschmerzen. Irgendetwas in meinem linken Unterkiefer war nicht in Ordnung, schwoll an und schmerzte. Ich fragte Tante Trude, ob es hier in der Gegend einen guten Zahnarzt gäbe. Tante Trude kannte ihrer 3, alle in nächster Nähe, was in New York ungefähr so viel bedeutet wie 25 Kilometer Luftlinie. Ich wollte wissen, welcher von den 3 Zahnärzten der beste sei. Tante Trude sann lange vor sich hin. »Das hängt davon ab. Der erste hat seine Ordination in der Wall Street. Dort wimmelt es von Zeitungsreportern und wenn jemand einen Parkplatz findet, wird er sofort von ihnen interviewt. Ich weiß nicht, ob du das mit deinen Zahnschmerzen riskieren willst.
Der zweite hat eine direkte Autobusverbindung von seinem Haus zum nächsten bewachten Parkplatz. Aber er ist kein sehr angenehmer Arzt. Ich würde dir zu Dr. Blumenfeld raten. Er wohnt in einem ähnlichen Cottage-Viertel wie wir hier und hebt in seinen Annoncen immer hervor, dass man dort manchmal in einer nicht allzu weit entfernten Seitenstraße Platz zum Parken findet. Das war entscheidend. Und mein Unterkiefer war um diese Zeit schon so angeschwollen, dass es keine Zeit mehr zu verlieren gab. Ich nahm Onkel Harrys Wagen und sauste los. Es dauerte nicht lange, bis ich Dr. Blumenfels Haus gefunden hatte. Auch die im Inserat angekündigten Seitenstraßen waren da. Nicht aber der im Inserat angekündigte Platz zum Parken. An beiden Straßenseiten standen die geparkten Wagen so dicht hintereinander, dass nicht einmal die berühmte Stecknadel hätte zu Boden fallen können. Sie wäre auf den fugenlos aneinandergereihten Stoßstangen liegen geblieben. Eine Zeit lang kreuzte ich durch die Gegend, wie ein von seiner Flugbahn abgekommener Satellit. Dann geschah ein Wunder. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Das heißt, ich sah ein Wunder im Anfangsstadium. Ich sah einen amerikanischen Bürger, der sich an der Türe seines geparkten Wagens zu schaffen machte. Schon hielt ich an seiner Seite. »Fahren Sie weg?« »Ob ich was? Ob ich wegfahre?« Er wollte seinen Ohren nicht trauen. »Herr, ich habe auf diesen Parkplatz 2 Jahre lang gewartet und habe ihn erst im vorigen Herbst erobert, damals nach dem Hurrikan, der alle hier geparkten Wagen weggefegt hat.« Jetzt fiel mir auf, dass das Dach seines Wagens, genau wie das der anderen, mit einer dicken Staubschicht bedeckt war. Da gab es also nichts zu hoffen. »Wo ich denn möglicherweise einen Parkplatz finden könnte?«, fragte ich. Die Antwort nach längerem Nachdenken und Hinterkopfkratzen erteilt, verhieß wenig Gutes. »Einen Parkplatz finden? Sie meinen einen freien Parkplatz? In Texas soll es angeblich noch einige geben. Vergessen Sie nicht, dass sich die Zahl der Autos in Amerika jedes Jahr um ungefähr 15 Millionen vermehrt und die Länge der Autos jedes Jahr um ungefähr 10 Inches. Der letzte Gallup-Poll hat ergeben, dass 83% der Bevölkerung das Parkproblem für die gefährlichste Bedrohung ihres Lebens halten. Nur 11% dagegen haben Angst vor dem Atomkrieg.« Mit diesen Worten zog er einen Roller aus dem Fond seines Wagens, stieg mit einem Fuß darauf und ließ den Wagen unverschlossen stehen. »Hey, Sie haben nicht abgesperrt«, rief ich ihm nach. »Wozu?«, rief er zurück. »Niemand stiehlt mehr ein Auto. Wo sollte er es denn parken?« Mein Zahn trieb mich weiter, aber es war ganz offenbar sinnlos. Wohin man blickte, stand geparktes Auto an geparktem Auto. Und wo kein Auto stand, stand ein Pfosten mit einer Tafel und auf der Tafel stand die Inschrift »Von Anfang Juli bis Ende Juni parken verboten« oder »Parkverbot von 0 bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertag von 24 bis 0 Uhr«. War aber irgendwo kein Wagen und keine Tafel zu sehen, so stand dort todsicher ein Feuerhydrant, dem man in Amerika unter Androhung schwerster Geld- und Freiheitsstrafen nicht in die Nähe kommen darf, nicht einmal, wenn es brennt. In einer schon etwas weiter entfernten Straße fand ich eine Affiche, aus der hervorging, dass hier am 7. August zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags geparkt werden durfte. Ich erwog ernsthaft, so lange zu warten, aber mein Zahn war dagegen. Endlich schien mir das Glück zu lächeln. Vor einem großen Gebäude sah ich einen leeren, deutlich für Parkzwecke reservierten Raum mit der deutlichen Aufschrift »Kostenloses Parken für unsere Kunden«. Rasch wie der Blitz hatte ich meinen Wagen abgestellt, stieg aus, fand mich im nächsten Augenblick von hinten an beiden Schultern gepackt und im übernächsten auf einen Stuhl gedrückt, der im Büro einer Versicherungsgesellschaft stand. »Guten Morgen, mein Herr«, begrüßte mich der Mann hinterm Schreibtisch. »Wie lange?« »Ungefähr 1,5 Stunden.« Der Versicherungsagent blätterte in seiner Tarifliste. »Das Minimum für 90 Minuten ist eine Feuer- und Hagelversicherung auf $10,000. Ich erklärte ihm, dass der Wagen bereits versichert war. »Na, das sagen alle, darauf können wir keine Rücksicht nehmen.« »Und ich kann keine Versicherung auf $10,000 nehmen.« »Dann müssen Sie eben wegfahren.« »Dann werde ich eben wegfahren.« Gegenüber dem Versicherungsgebäude befand sich ein Kino,
Hinter dem Kino befand sich ein großer Parkplatz. Auf dem Parkplatz befanden sich viele große Wagen. Vor den Wagen befanden sich Parkuhren, die 60 Minuten Maximalzeit vorschrieben. Aus dem Kino kamen fast pausenlos Leute herausgeeilt, warfen Münzen in die Parkuhren und eilten zurück. Bei Anbruch der Dunkelheit ging mir das Benzin aus. Ich fuhr zu einer Tankstation und während der Tank gefüllt wurde, fragte ich nach der Toilette. Dort erkletterte ich das Fenster, durchkroch eine Art Schacht, gelangte ins Magazin, stahl mich durch die Hintertür hinaus und befand mich in einem engen, dunklen, nach Leder riechenden Raum. Es war mein Wagen, den die erfahrenen Tankstellenwärter dort abgestellt hatten. Ihr hämisches Grinsen reizte meinen tief verwundeten orientalischen Stolz. »Was können Sie sonst noch mit dem Wagen machen?«, fragte ich. »Lassen Sie hören.« Die Offerte kam prompt und sachlich. Ölwechsel 10 Minuten, überholen 1/2 Stunde, lackieren 1 Stunde. Lackieren Sie ihn grasgrün und wechseln Sie das Öl. Ungesäumt startete ich in Richtung Blumenfeld. Ich schlug ein scharfes Tempo an, denn der Zettel, den man mir an der Tankstelle in die Hand gedrückt hatte, trug folgenden eindeutig präzisierten Text. Wenn Sie nicht pünktlich nach der vereinbarten Zeit von 1 Stunde 10 Minuten, das war handschriftlich eingetragen, Ihren Wagen holen, wird er in unserem eigens hierfür konstruierten Parkofen verbrannt. Da ich schon lange nicht trainiert hatte, geriet ich leider sehr bald außer Atem. Ich bestieg einen Bus und nahm an der Endstation ein Taxi zu Dr. Blumenfeld. Als ich dort anlangte, waren 42 Minuten vergangen, sodass ich sofort umkehren musste. Ich kam gerade zurecht, wie die Tankstellenwärter sich anschickten, die erste Kanne Kerosin über meinen grasgrünen Wagen zu schütten. Jetzt gab es nur noch eine Möglichkeit, und ich war entschlossen, sie auszunutzen. Ich fuhr mit meinem eigenen Wagen vor Dr. Blumenfelds Haus und ließ ihn krachend auf einen Laternenpfahl aufprallen. Erlöst entstieg ich dem Blechschaden und begab mich in die Ordination. Gerade als Dr. Blumenfeld mit der Behandlung fertig war, ertönte von unten zorniges Hupen. Durchs Fenster sah ich, dass es von einem Wagen kam, der dicht hinter dem meinen stand. Ich sauste hinunter. Ein anderer von Dr. Blumenfelds Patienten empfing mich zornschnaubend. »Was bilden Sie sich eigentlich ein, Sie? Glauben Sie, diese Laterne gehört nur Ihnen?« Ich musste ihm recht geben. Selbst in Amerika können sich nur die Reichsten der Reichen den Luxus einer eigenen Parklaterne leisten.